Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Herr Gobinski ist wieder hier und trinkt ein Bier. Warum ist denn... Hä? Ach, guck mal. Jetzt haben wir Mucke. Entschuldigung. War nicht eingestellt. Ah, jetzt geht auch der Desktop-Sound wieder. Entschuldigung, keine technischen Sachen für euch, ne? Ihr wollt einfach nur sehen, wie ich trinke. Heute, am 8. Dezember 2017... gibt es mal wieder ein ausländisches Bier, und zwar ein spanisches Bier. Wahrscheinlich die bekannteste spanische Marke. Kannt habe ich das Bier, getrunken noch nie, deswegen habe ich es mir bestellt. Es gibt ein wunderschönes Estrella Barcelona. Dam. Estrella Dam Barcelona. Bitteschön. Hier ist es, das gute Stück. Ich hoffe, es ist besser als das Tiger Bier. Ich gehe mal davon aus. Cerveza Mediterranea. Besser als Mediterranean, ja? Als bei dem Mediterranean, das war bei dem, bei welchem war das denn? Das war bei Efes, das meist exportierte oder importierte, nee, exportierte Bier Europas, des Mittelmeerraums, so war das damals. So, was haben wir denn? Estrella Damm, Cerveza Mediterrana, schwarz auf dunkelrot geschrieben, kannst fast nicht lesen. Estrella Damm wird seit... Auf Deutsch steht das da drauf. Gut. Ist ja nett, dass man das exportiert nach Deutschland und das dann gleich mit einer deutschen Schrift versieht. Finde ich gut. Estrella Damm wird seit 1876 mit mediterranen Inhaltsstoffen und nach Originalrezept in Barcelona gebraut. Die besonders sorgfältige Auswahl und Verarbeitung unserer Rohstoffe garantiert Ihnen den echten, reinen mediterranen Geschmack von Estrella Damm. Estrella Damm ist das Bier aus Barcelona. Extra dick geschrieben. Das Bier aus Barcelona. Bira Cerveza. Ich glaube, das wird so ausgeschrieben. Ausgesprochen. Cerveza, ne? Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Reis, Mais, Hopfen, Hefe. Krass. Mit Reis und Mais. Also ein Maisbier. Nice. Bin mal gespannt. Hergestellt durch bla 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 in Barcelona, Spanien. Importiert durch GIB, Gesellschaft für Importbiere und Bierspezialitäten. Darmstädter Landstraße ist das Ding. Bis September 2018. 4,8%. 33er Fläschchen, ne? Wo ist denn mein... hier ist er. Gute Goldochsen. Endlich kommt er wieder. Haben ihn schon lange nicht mehr gezeigt. Bada bing. Offen ist es. So, einschenken. Ja, Schaum hat's. Ich hab's aber auch ein bisschen nicht ganz so schräg gehalten. Können wir mal ein bisschen warten. Gut Kohlensäure. Obwohl, wenn man da so guckt, hat's nicht so viel. Wartet mal. Hat nicht wirklich, ne. Sah nur so aus durch den vielen Schaum am Anfang. Jetzt runterlaufen. Bleib schön drauf hier. Gut. Kommt, es kommt, es kommt. Ah ja. Ich habe jetzt ein paar Tage kein Bier-Adventskalender mehr aufgenommen. Ich habe richtig Bock auf ein Bier. Ich habe seitdem auch kein Bierchen mehr getrunken. Oder? Nein, ich habe keins mehr getrunken. So. Trotzdem guter Schaum. Dafür, dass es nicht so ganz so perlt. Ein guter Schaum. Steht hier oben noch drauf. Ja, irgendwas Spanisches natürlich. Kann ich jetzt nicht wirklich lesen hier. Bin nicht so der Spanien-Urlauber. Kenn mich da aus. So. Also Aussehen. Es ist braun, es ist ein Pilz, es hat wenig Kohlensäure. Schaum geht doch recht schnell wieder zurück, wie man sieht. Machen wir ganz einfach. Aussehen machen wir eine 5, weil es ist nicht so toll, ne? Die wenige Kohlensäure, das sieht schon schwach aus. Und jetzt testen wir es. Prost. Auf den 8. Dezember. Man schmeckt, dass es anders schmeckt. Es ist sehr, sehr wässrig. Sehr, sehr wässrig. Es schmeckt fast wie dieses Weizen, was wir dem letzten König Ludwig
Nee, Ludwig Pold? Nee, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, das eine Weizen, was wir vorgestern oder vor 3 Tagen getrunken haben, das, was ich auch gesagt habe, das war so sehr wässrig, wie wenn du 2 Drittel Bier, 1 Drittel Wasser und so einen Spritzer Zitrone reinmachst. Eigentlich schmeckt es genauso. Nur ein kleines bisschen herber, da es eben ein Pilz ist. Ist nicht gut. Ist nicht wirklich Gutes. Der Nachgeschmack ist fast schon besser als der normale Geschmack, weil der normale Geschmack einfach sehr nichtssagend ist, ja. Also der, boah, weiß nicht. Ist wirklich sehr, sehr wässrig. Gebe ich nur eine 4. Hat nicht mehr verdient. Ist jetzt nicht so, dass du es überhaupt nicht saufen kannst, trinken kannst, Entschuldigung, aber... Machen wir einen Schluck Cola rein. Muss nicht sein, ja? Ich habe jetzt gerade noch einen Schluck Cola gesehen. Ich dachte, komm, mach's rein. Also, gucken wir mal, wie der Nachgeschmack als Cola-Bier ist. Als Cola-Bier schmeckt fast jedes Bier recht angenehm, ne? Nachgeschmack gebe ich 5. Nee, eigentlich auch nur 4. Ganz ehrlich, ist nicht gut. Schmeckt so ein bisschen zitronig, aber es ist einfach nichtssagend. Ja. Tut mir leid, da kann ich heute nicht viel drüber reden. Es sah nicht so toll aus, es schmeckt nicht so gut. Boah, ist halt wieder so ein, habe ich das nicht schon mal gesagt hier? Ja, ne? Ist halt wieder so ein Urlaubsstrandbier. Das kannst du da halt wegziehen. Das schmeckt nicht widerlich wie dieses Tigerbier. Das war jetzt auch nicht widerlich, aber das hat halt einfach ganz komisch geschmeckt. Das hier ist, es schmeckt ein bisschen anders, glaube ich, wirklich durch dieses Maisreis. Boah, Entschuldigung, rülpsen muss man trotzdem von. Aber wenn man Bier trinkt, darf man rülpsen. Merkt euch das. Wenn man Bier trinkt, darf man rülpsen, ansonsten nicht. Es schmeckt schon ein bisschen anders, aber trotzdem nach einer Reissuppe schmeckt halt auch nicht wirklich toll, ne? So eine Reiswassersuppe. Was willst du machen? Gut, das war's für heute. Wir sehen uns einfach morgen wieder. War mal wieder eine Enttäuschung. Aber man weiß es jetzt. Also ich weiß es. Ob es euch vielleicht besser schmeckt, müsst ihr selbst ausprobieren, ne? Ja. Jetzt hier zusammen verstellen. Gut, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Tschüss.